Ah, guten Tag, Herr Silberhorn. Grüße Sie, Frau Hinrichs. Ja, ich freue mich. Als Bayer sind Sie jetzt hier ganz oben im hohen Norden. Wir sind mit unserem Chancenmacherbus auch extra hergekommen. Ja, was bringt Sie hierher? Die Fregatte Bayern hat heute losgelegt in den Indopazifik. Wir haben in Bayern die höheren Berge, aber hier gibt es einen weiteren Horizont. Und deswegen bin ich gerne dazugekommen, einerseits um den Soldaten und Soldatinnen Farewell zu sagen, aber auch um zu dokumentieren, was uns wichtig ist, dass wir Demokraten auf der Welt zusammenhalten müssen. Haben die Soldatinnen und Soldaten eigentlich bemerkt, dass das die Fregatte Bayern war heute? Oder die steigen ja vielleicht auf jede Fregatte? Die könnten auf jede Fregatte steigen, aber man spürt auf Schritt und Tritt auf dieser Fregatte, dass sie Bayern heißt. Also es gibt auch unterschiedliche Straßennamen. Aus München beispielsweise einen Viktualienmarkt und ein Platzl. Und es gibt Geschirr in Bayern-Design und alles, was man in Bayern auch zu Hause hat. Und Gott mit dir, du Land der Bayern, wurde heute gespielt, ne? Das wurde heute gespielt, das gehört selbstverständlich mit dazu, aber das Deutschland geht gleich hinterher. Gut, prima. Ja, dann unterhalten wir uns ein bisschen über Chancen weiter und ich freue mich drauf. Gerne. Herr Silberhorn, die Bundeswehr als Chancenmacher, wie kann man das miteinander verbinden? Die Bundeswehr bietet vielen Chancen, vor allem jungen Leuten. Wir haben ja über 1000 verschiedene Berufe bei der Bundeswehr. Und wer bei der Bundeswehr ausgebildet wird, der lernt, einen Auftrag auszuführen. Und wir haben jetzt in der Corona-Pandemie oder bei dem Hochwasser gesehen, was das bedeutet. Wenn man einem Soldaten, einer Soldatin sagt, was zu tun ist, dann fragen die nicht lange, sondern sie packen an, sie machen, sie organisieren das selbstständig. Diese Führungsfähigkeit, die lernt man bei der Bundeswehr. Und das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die jeder brauchen kann. Das, was die Bundeswehr macht, das funktioniert. Und deswegen ist auf die Bundeswehr Verlass. Das ist eine wichtige Botschaft für uns. Gesellschaft und jeder einzelne Soldat und jede einzelne Soldatin, die daran mitwirkt, die kann das und ist ein Teil des Ganzen. Jetzt ist das ja hier kein einfacher Einsatz, sondern ein besonderer, muss man tatsächlich sagen. Die Fregatte fährt für 6 Monate in ein besonderes Einsatzgebiet, das ist auch nicht ganz unumstritten, zum ersten Mal in die Region. Warum ist das wichtig für Sie aus Ihrer Sicht? Die wichtigste Botschaft ist, dass wir als Demokraten weltweit auf diesem Globus zusammenhalten müssen. Wir haben in den letzten 70 Jahren unsere Sicherheitspolitik vor allem mit der NATO betrieben, die wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir Deutsche selber Demokraten geworden sind. Wir haben unsere Kooperation in der Europäischen Union ausgeweitet und auch den Osten Europas demokratisch organisieren können in den letzten Jahren. Und jetzt geht es darum zu realisieren, dass wir viele Wertepartner auf dem Globus haben, in Australien, in Japan, in Singapur, in Südkorea. Und hier auszugreifen und deutlich zu machen, es geht um das Zusammenstehen auf diesem einen Globus, das betrifft alle Staaten, denn wir haben eine gemeinsame Grundlage im universellen Völkerrecht. Wir wollen, dass sich alle daran halten und insbesondere die Demokraten müssen hier zusammenstehen. Es gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Wir treten für Demokratie, für Freiheit, für Menschenrechte ein. Und mit dieser Reise der Fregatte Bayern in den Indopazifik machen wir genau das deutlich. Es wird sehr deutlich wahrgenommen von all den Staaten in dem Indopazifik, die wir ansteuern werden. Wir werden damit offenen Armen empfangen werden. Und es ist ein vergleichsweise kleiner Beitrag, ja, aber mit einer sehr großen Aufmerksamkeit, die wir von Washington bis nach Tokio, von Australien bis nach China damit erzeugen. Und das macht deutlich, die Bundesrepublik Deutschland nimmt ihre Verantwortung wahr, hier bei uns in Deutschland, das ist das Erste, in unserer europäischen Nachbarschaft, das ist unser engster Wirkungskreis, aber auch global stehen wir zusammen. Die Chinesen, auch die Kamerateams waren heute hier, die beobachten das natürlich so, glaube ich, auch ein bisschen mit Bauchschmerzen. Würden Sie denen die Angst nehmen wollen, dass eine Fregatte hier aus Deutschland plötzlich in den chinesischen Raum fährt? Wir haben die Zusage von China, dass wir das südchinesische Meer durchfahren können, ohne dass es Komplikationen geben wird. Wir haben auch angefragt, den Hafen in Shanghai anzusteuern. Da warten wir noch auf Antwort. Insofern sind wir auf Dialog ausgerichtet. Diese Reise ist
gegen niemand gerichtet, aber sie ist natürlich schon ein Signal. Wir brauchen freie Seewege. Wir sind eine der größten Handelsnationen der Welt. Wir haben jetzt in dieser Corona-Pandemie gesehen, wie viele Güter, die wir in Deutschland verbrauchen, in globale Lieferketten eingebunden sind. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass wir freie Seewege und unsere Handelsketten Richtung Asien aufrechterhalten können. Und deswegen muss man mit einem Rundumblick 360 Grad in der Welt unterwegs sein. Und unsere Partnerschaften stärken wir deshalb ganz gezielt im Indopazifik. So, jetzt möchte ich noch mal zur Bundestagswahl fragen. Die steht ja vor der Tür. Und Sie selber, für Sie ist das ja auch immer persönlich, wenn Sie treten noch mal an in Ihrem Wahlkreis, eine Herausforderung, nicht nur gewählt zu werden, sondern sich auch für die nächste Legislatur noch mal was vorzunehmen. Was sind denn Ihre Pläne? Also als bayerischer Abgeordneter, wollen Sie wieder ins Verteidigungsressort starten oder wie gehen Sie das jetzt an? Ämter werden hinterher verteilt, jetzt müssen wir erstmal wieder gewählt werden. Wir als Abgeordnete haben immer einen befristeten Vertrag. Wir müssen uns immer von Neuem um die Zustimmung der Bürger bemühen. Das ist auch richtig so in der Demokratie. Und ich trete in meinem Wahlkreis Bamberg-Forchheim wieder an. Ja, und wir haben natürlich wichtige Aufgaben. Wir haben jetzt gemeinsam zusammengestanden in dieser Pandemiezeit, aber wir müssen jetzt wieder durchstarten. Wir brauchen einen wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land. Wir brauchen mehr sozialen Zusammenhalt miteinander. Und ja, wir brauchen schon auch Erfahrung im Kanzleramt. Und dafür treten wir an. Darüber streiten wir auch ganz gerne, aber mit der klaren Zielsetzung, es muss aufwärts gehen. Wir haben große Aufgaben vor uns, beispielsweise im Klimaschutz. Um das alles zu stemmen, braucht es aber auch solide Finanzen. Ich stehe für einen Kurs von Maß und Mitte und für eine Gesellschaft, die Chancen ermöglicht, die Aufstieg ermöglicht, aber auch dafür sorgt, denen zu helfen, die selber sich nicht helfen. Wenn wir noch mal über Chancen sprechen, würde mich mal interessieren, warum Sie sich eigentlich als Chancenmacher sehen. Ich kann als Abgeordneter für meinen Wahlkreis, aber auch in Berlin und in meiner Funktion im Bundesverteidigungsministerium vieles mitgestalten. Nicht alleine, es sind immer viele beteiligt, aber man kann doch eine Menge von Ideen umsetzen. Und beispielsweise ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat, war nicht nur die Beschaffungsprozesse in der Bundeswehr zu verbessern, sondern auch den Stellenwert der Bundeswehr in unserer Gesellschaft deutlich zu stärken. Und da trägt eine Menge dazu bei, von öffentlichen Gelöbnissen bis hin zum kostenlosen Bahnfahren in Uniform, was wir für Soldaten und Soldatinnen umgesetzt haben. Insofern gibt es jede Menge Gestaltungsspielraum, den wir nutzen. Und dafür setze ich mich gerne weiter ein. Wenn Sie mal darüber nachdenken, was vielleicht so politisch, aber vielleicht auch privat Ihre größte Chance war, die Sie ergriffen haben in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal. Sie sind ja schon eine ganze Zeit im Bundestag. Ja, die größten persönlichen Chancen liegen vielleicht gar nicht in der politischen Karriere, sondern im persönlichen Bereich. Also die Chance gehabt zu haben, Familie zu gründen, zu heiraten, Kinder zu kriegen, das ist etwas, was man sicher nicht bezahlen kann, was man auch mit noch so viel Ehrgeiz und Anstrengung nicht schaffen wird, was man auch gar nicht alleine schaffen kann, sondern da braucht man sozusagen auch ein Gegenstück. Das kann man nicht planen und solche Chancen muss man ergreifen, dann, wenn sie sich bieten. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, die wichtigste Entscheidung im Leben, dass man seine privaten Ziele nicht zu sehr zurücksteckt hinter der beruflichen Karriere, sondern in den Vordergrund rückt. Denn die politischen Mandate sind immer zeitlich befristet und wenn sie beendet sind, dann gibt es auch noch ein Leben, das aber nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern im Privaten stattfindet. Und deswegen sind die privaten Entscheidungen immer die wichtigsten. Sie waren ja in verschiedenen Funktionen tätig, als Entwicklungsstaatssekretär, jetzt Verteidigung, vorher schon im Ausschuss eine herausragende Funktion und in der Fraktion. Was ist denn so da die größte politische Chance gewesen? Ich habe viel internationale Erfahrung sammeln können im Bundesentwicklungsministerium, jetzt im Verteidigungsministerium, aber auch schon vorher, seit ich im Bundestag bin, habe ich mich um europäische Fragen gekümmert. Und die Perspektive zu erhalten, die Welt durch eine andere Brille zu sehen, nicht nur durch die eigene, das macht internationale Beziehungen so interessant. Wir Deutsche nehmen oft gar nicht wahr, wie sehr wir geprägt sind durch unser eigenes Umfeld. Wir halten uns gerne für aufgeschlossen und für weltoffen. Und so wie wir denken und agieren, stellen wir dann fest, wir sind doch sehr deutsch und herkömmlich geprägt, so wie wir alt sozialisiert sind in unserem Land. Und es gehört schon dazu, in der Politik den eigenen Standpunkt immer wieder
zu hinterfragen, neugierig zu sein, wie man Dinge auch anders lösen kann und diese Erfahrung zu machen, dass man zum gleichen Thema auch eine ganz andere Lösung wählen kann oder einen anderen Weg, der zum gleichen Ziel führt, das ist wichtig und das macht internationale Zusammenarbeit auch so spannend und das würde ich gerne weiter fortsetzen. Warum glauben Sie eigentlich, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird? Im Moment stehen die Umfragen so, dass Herr Scholz weit vorne ist, Frau Baerbock, Herr Laschet weit hinten. Glauben Sie tatsächlich daran, dass die Union den nächsten Kanzler stellt? Ich bin überzeugt davon, dass die Union den nächsten Kanzler stellt. Denn die entscheidende Frage bei der Bundestagswahl wird sein, gibt es ein grünes oder ein schwarzes Kanzleramt? Und deswegen werden viele Stimmen, die bisher an die AfD oder an die Freien Wähler gegangen sind, bei der Regierungsbildung nicht beteiligt sein. Und jeder Wähler, jede Wählerin muss sich die Frage stellen, wie soll dieses Land in Zukunft regiert werden? Es ist eine Richtungswahl bei der Bundestagswahl zu entscheiden. Und das liegt in der Hand jedes Einzelnen. Ich glaube, dass Maß und Mitte zählt. Wir brauchen sicherlich viel Anstrengung im Klimaschutz, ja, aber nicht gegen die Bevölkerung, nicht mit Bevormundung, nicht mit Verboten, sondern mit gezielten Anreizen, mit Innovation, mit Investitionen im Ergebnis. Wir brauchen eine Politik von Maß und Mitte, eine Politik, die Erfahrung einbringt und Gestaltungskraft. Und dafür steht eine große Volkspartei wie die CDU-CSU. Vielen Dank, Herr Silbermann. Gerne, vielen Dank.